Jetzt geht's wieder weiter mit Assassin's Creed auf Operation 3. Wir müssen das Tagebuch holen. Die Eis und Plündern. Nehmen wir vielleicht Leben. Nicht Geld. Gentrüse. Wird das voll? Wurfmesser ist voll Schwefel. Ich habe eigentlich gedacht, dass man da hochklettern kann. Ah. Früher war das einfacher. Warte mal, auch noch. Giftpfeile, Geld werfen, Wurfmesser. Ich kenne diesen Mann. Ich kenne diesen Mann. Der kommt mir bekannt vor. Mist, ergreift ihn! Auf ihn los! No. Okay. Ich glaube, wir haben nur einen Lebenpunkt. Das ist so der Schwierigkeits. Aber der wird immer aufgefüllt. Also wenn wir nicht im Kampf sind. Der Alte da.
Ich muss meinen Onkel besuchen. Dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet? Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwertern? Genau da lang, Ezio. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich und nicht für dich. Tötet das Schwein, bringt ihn um! Jetzt Zugriff! Lol. Das ist schon besser. Kenne ich doch. Auf ihn! Ergreift den Bastard! Wo ist der lang? Schnell! Der Abstand wächst! Soundprobleme! Kann man hoch. Gib dein. Alter. Bestes, Herr Lacker! Wie schwer kann es sein, dich zu töten, hä? Warum stirbst du nicht? Hörst du denn nie auf zu winseln? Tja, der alte Hund hat doch noch Zähne.
Das Buch, das ihr tragt, wo ist es? Niccolo Polos Tagebuch? Das wird dir nicht helfen. Nicht mehr. Wir haben schon einen der Massiv-Schlüssel gefunden. Und bald auch die restlichen. Was in der Bibliothek ist, ist nicht für euch und nicht für die Templer. Behalte Altairs Bücher, Ezio. Wir suchen nur Orientierung. Wir suchen nur Hinweise zum Standort des großen Tempels. Des großen Tempels? Erzählt mir mehr. Los! Requiescat in pace, Bastardo. Altgeist serviert. Aber wir haben es nicht geschafft, weil wir nicht an den Heulballen waren. Wir haben, glaube ich, einen aus dem Heulballen getötet, aber nicht nur. Dieser Apfel, er ist wirklich ein bemerkenswertes Stück. Hier, das Material. Hart wie Stahl und doch leicht. Willst du wirklich mit dem Ding herumspielen? Jawohl, das will ich unbedingt. Ich habe lange darauf gewartet, einen in die Finger zu bekommen. Okay, du machst mich echt nervös, Bill. Keine Sorge. Ich glaube, ich habe nicht die richtigen Gene, um ihn zu benutzen. Oh, aber Desmond schon, glaubst du? Ja, tja. Was war das denn gerade? Du hast rumgeschnüffelt. Und zwar außerhalb der Desmond-Partition. Und als der Animus dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle. Wie ein Absturzschutz. Er versucht, deinen Armkopf intakt zu halten. Ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen. Lernen. Warten. Vor allem warten. Ich lenke den Animus ab, so gut es geht. Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ansonsten würde er dich jagen wie ein Virus und dich löschen. Oh, ein Schutzengel also. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. Dann nochmal reingehen. Nochmal reingehen. Liebe Schwester, Masyaf wurde von einer Horde Templer überrannt und ihr Motiv ist klar. Sie suchen die Geheimnisse, die in Altairs Bibliothek verborgen sind. Wenn sie glauben, sie würden sie zu etwas führen, was sie den großen Tempel nennen. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt. Ich habe ihre Tür gesehen, doch niemand kann sie öffnen. Nicht ohne die 5 Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Niccolo Polo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits, und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Beim Schmiede wieder was Neues freigeschaltet. Konstantinopel. Mai 1500 Uhr. Anblick. Es ist längst nicht vollendet.
Keine Stadt in Europa bietet ein solches Panorama. Nun, um genau zu sein, das ist Europa. Das ist Asien. Ah, einige Grenzen halten selbst den Osmanen stand. Nur wenige. Ihr seid italienisch allem Anschein nach, eure Kleidung jedoch nicht. Seid ihr schon lange auf Reisen? Si, da molto tempo. Ich verließ Roma vor 12 Monaten und suchte nach Inspiration. Diese Suche führte mich her. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft über den Untergang von Konstantinopoli. Ihr meint sicher die Eroberung von Konstantinien. Ich schätze, der Ausgang einer jeden Geschichte hängt vom Standpunkt des Erzählers ab. Darin sind wir uns einig. Güzel, Konstantinie ist eine Stadt für alle Gemüter und Bekenntnisse. Für Schüler wie mich oder Reisende so wie euch. Es wartet so viel Arbeit auf mich, aber es ist schön, zu Hause zu sein. Arbeit? In deinem Alter galt mein Interesse vor allem Salve. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafftet. Genau wie meine Mutter. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, Beerfendi. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert. Das werde ich sicher. Yardim et belirmim, Effendim. Grazie, mein Junge. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Nur wenige, mein Freund. Exig olmayin. Koshkelden kardesim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de La La La. Prego. Vergebt mir. Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kauderwelsch. Da Firenze. Dort wurde ich geboren. Ah, ja. Nun, nach eurem Brauch wäre ich wohl Yusuf Tazim da Istanbul. Gefällt mir. Istanbul? Noch ein Name für diese Stadt? Evet, der örtliche Favorit. Kommt, Mentor da Firenze. Ich führe euch herum. Okay. Oh, wir haben wieder voll live. Ja, das sollte mit Geschäften sind derzeit nicht möglich. Warte mal, warte mal. Sorry. Ja, ja, huh. Da müssen wir hin. Jetzt hier hoch. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Und rein. Wieso haben wir hier einen Skelett? Okay, es geht. Großer Arzt. Wie kann man denn mit denen nicht sprechen?
Okay, dann reden wir mit unserem guten Freund. Ein warmes Willkommen. Der Meisterassassine Yusuf Hassim hat sich in Konstantinopel willkommen geheißen. Und möchten Sie durch die Stadt führen, lernen Sie ihn und die Stadt besser kennen. Nicht von Yusuf entfernen. Na, easy. Willkommen im Galata-Bezirk. Seit Jahrhunderten die Heimat von Weisen aus Europa und ganz Asien. Nirgends in der Stadt werdet ihr mehr Vielfalt finden. Und aus diesem Grund wurde es zur Heimat der Assassinen. Ich würde gerne sehen, wo. Kessing Likle. Es ist der Bruderschaft eine Ehre, den Mann zu treffen, der die Borgia in den Ruhestand schickte. Oh, weiß denn schon jeder in der Stadt, dass ich hier bin? Nun, euer Gerangel mit den Templern ums Heilige Land blieb nicht ganz unbemerkt. Okay. Als ich einst aufbrach, lag mir Gewalt völlig fern. Ich suchte Weisheit, den Inhalt von Altairs Bibliothek. Ihr wusstet nicht, dass sie seit 3 Jahrhunderten verschlossen ist? Nein, ich hatte es vermutet. Aber ich erwartete nicht, dass sie von Templern bewacht wird. Sehr beunruhigend, oder? Vor 5 Jahren war der Einfluss der Templer hier minimal. Ein kleines Grüppchen, das den Thron von Byzanz wiederherstellen wollte. Doch es werden immer mehr, jeden Tag. Und da Sultan Bayezid nicht vor Ort ist, machen sie vielleicht etwas Drastisches. Gibt es keinen Erben für den osmanischen Thron? Nicht nur ein. Nein, 2 aufgebrachte Söhne. Ganz normal für die königliche Familie. Wenn der Sultan hustet, ziehen die Prinzen ihre Schwerter. Bei all den Templern und den Osmanen habt ihr sicher gut zu tun. Ezio, ich habe kaum Zeit, meine Klinge zu putzen. Oh oh. Du entkommst uns nicht. Lass mir auch welche, ja? Das muss ich mir merken. Warum passiert das ausgerechnet? Hey, Templer, passt auf! Wie wurde gerade plündern? Nein, nein. Schaut. Byzanz ist tot. Und du auch gleich. Die ganze Stadt erwacht, um euch zu begrüßen, Ezio. Erst die Regenten, nun die Ratten. Die Osmanen haben eine besondere Vorliebe für byzantinische Rüppel. Das gibt uns Luft zum Atmen. Wie viel? Ein wenig. Sie töten euch auch, wenn sie wollen. Aber sie hätten ein schlechtes Gewissen. Rührend. So schlimm ist es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Assassinen hier wieder stark vertreten. Das war nicht immer so. Unter dem byzantinischen Kaiser wurden die Assassinen verfolgt und hingerichtet. Okay, 1000 Diebschal gibt es auch hier. Wir sind fast da. Ah, ihr Ochsen! Hier lang. Ja, hey, ich folge dich. Okay. So, fertig. Hey, macht euch das Spaß? Bin fort mit euch! Ich schätze dir die Wache auf den Hals. Na. Okay. Also wir können noch packen.
da lang. Wie hoch geht denn das hier noch? Okay, ich habe es leicht überschätzt. Ich habe nicht gedacht, dass es so hoch geht. Schatz. Schatz. Wieso? Jetzt da ein Strohbein, aber ich glaube, hier oben ist irgendwie eine Feder oder ein Banner oder keine Ahnung, was anderes. Hier. Und die 10 Seiten, also um den Schatz zu finden, dann bla bla. Hier kann man irgendwie was kaufen, habe ich gesehen. Okay, kann man nicht kaufen. Den Lagerkarte. Bücherladen. Was bist du? Das ist Plattform Templerfestung. Diebes Hauptquartier. Also Reis. Bücherladen. Hätte ich schon gerne hier hin. Hat es uns angezeigt? Ja. Okay, hier gibt es auch wieder diese Brunnen. Vielleicht kann man da wieder porten. Hier gibt es einen Schmied. Es kommt nicht wieder vor, Effendim. Ich schwöre es. Ja, kein Thema. So, Schmied. Ist gar... Schatz. Füße. Thank you.
hier. Okay, der Schmied ist noch nicht offen. Wenn wir auf Select drücken. Und auf der Karte. Okay, das ist geil. Bank ist bestimmt auch nicht offen. Der Bücherladen ist offen. So, dann würde ich sagen, wir machen die nächsten Aussichtsplattformen. Was bist du? Du bist ein Arzt. Die nächsten Aussichtsplattform plus die Bücherei oder den Buchladen. Dann haben wir schon wieder was aufgedeckt. Ja, ich weiß. Wir machen immer so nebenbei Stories. Aber hey, come on. Wenigstens ist es cool. Und so kann man wenigstens die Stadt sehen. Schmeiner, okay. Also ihr etwa, ich bin doch dass nur ich euer ein kindisches Mann. Verhalten gut heiße? Mich nicht. Okay. Du willst nicht mit mir reden? Schade drum. Wir müssen hier drauf. Es gibt keine Entschuldigung für so ein Benehmen. Geschickt? 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 Ja, sehr beeindruckend. Wieso? Noch weiter höher. Rein Risiko eingehen. Oh, das war halt. Also, seien Sie gerade ein bisschen die Pumpe. Angegangen. So, Karte aktualisiert. Diesen Buchladen will ich hin. Ein bisschen alt für einen Gaukler, nicht? Er wird seine Gründe haben, schätze ich. Schatzkarten kaufen? Okay. Aber. Ja. Leider nichts. Dann müssen wir wirklich mal die Quest weitermachen. Um auch die Geschäfte freizuschalten. Keine Aktion! Moderne Barmherzigkeit hat viele gesehen. Hey! Moderne Barmherzigkeit hat viele gesehen. Wir haben wieder mit Langfinger hier. Langfinger wurde. Schande über dich, Abschau! Macht sie fertig! Wenn ihr hier bleibt, muss ich euch töten. Kein Grund für Feindseligkeit. Schneidet ihm den Fluchtweg ab.
Leichenfledderer widern mich an. Ah. Aber wenigstens kriegen wir so Medizin. Frevler! Gott verwende dich nicht! Zieh weg hier! Hilfe! Nein. Oh, da ist halt. Schon wieder geht der Tod um. Nicht zieh weg hier! Hilfe! So, sind wir hier. Aber ich würde sagen, wir machen morgen weiter. Also ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag und nicht vergessen, Support Scammo, Däumchen hoch, Kommentar runterlassen und wir sehen uns morgen in alter Frische, wenn es wieder heißt. Tschüss. Also bis morgen. Tschüss.